Hallihallo, ich bin hier wieder in Abu Dhabi für euch unterwegs und mache heute ein Video mit einem Lamborghini Huracan LP 610. Even though it's slowly, I can see your plan unfolding. Open in front of me, my walk is far from over. Strolling, holding on to pieces, the reasons I feel them chosen. Rendered incomplete, a trophy far from worthy. Now I know we're steady praying at the seams of these dreams could be controlled with the Holy Spirit reigning over, pleading peace. But with the thoughts of this poet, my soul is off and I know it. The daily routine of incompetence, attempt to betray your silent providence. Only you know that I'm the image of wickedness, lacking with that. Also, für mich schon mal ganz klar, optisch ein sehr, sehr geiles Fahrzeug, ja. Technik, VAG, V10 Sauger, ja. Hat normalerweise richtig Feuer unterm Arsch. Schlüssel ist hier, sieht ein bisschen nach Audi aus, ja. Dann fange ich mal an. Wir werden jetzt mal eine Eingangsmessung machen. Wir checken die Zeiten 0 auf 100, 100 auf 200. Danach machen wir eine Software. Für mich wird es etwas schwieriger, weil der Kunde nur 95 Oktan tankt, aber machbar ist trotzdem was, auch mit 95 Oktan. Dann lege ich mal los. Jetzt testen wir mal das Ding, gucken wir, was er braucht. 0 auf 100, 100 auf 200. So, der Inder wieder hier, zack, mit dem Hilux, Toyota. Schau dir das an, Draggy, schiebst einfach hier runter, zack, wunderbar. Na, da bin ich mal gespannt, wie schnell das Ding ist. Der Sound ist schon mal nicht schlecht, wa? Also Kulisse, Sound, bombastisch in dem Auto, ja. Ausrollen lasse. Gucken wir mal. 0 auf 100, 100, 200, oder Pipo? Sekunde 100 auf 200. Das heißt, der M5 mit 6,5 Sekunden ist schneller wie das Ding hier. Ich frage mich aber, wie das sein kann, dass zum Beispiel Ferrari, Lamborghini, die ganzen Autos, die kriegen in Deutschland eine Zulassung, sind immer lauter wie die deutschen Fahrzeuge. Und wenn der Deutsche sein Auto lauter machen will, heißt, hat keine Zulassung. Verstehe ich nicht. Ja? Der Italiener, laut wie Sau, kriegt in Deutschland Zulassung. Und so ein AMG, den müssen sie hier einschnüren, OPF, MOPF, weiß ich was noch. Und die werden immer leiser. Ich glaube, der Italiener, der schmiert ein bisschen unterm Tisch einen deutschen Schatten, Alter. Hä? Der Italiener, der Pada, hä? Der schmiert. Nice, nice.
So, meine Freunde. Lamborghini Huracan LP 610. Angegeben mit 610 PS, 560 Newtonmeter. Was ich gemessen habe hier in Abu Dhabi mit dem Sprit, sind 571,8 PS und 615 Newtonmeter. Das heißt, Drehmoment ein bisschen mehr, Leistung dafür ein bisschen weniger. Kann mit Sicherheit A an der Temperatur liegen, B am Sprit selber, weil der jetzt hier momentan in dem Auto wirklich nur Special drin hat und Special sind 95 Oktan. Das heißt, für mich wird es jetzt ziemlich schwer, da Leistung rauszuholen, weil mit 95 Oktan ist einfach die Verbrennung schon sehr schlecht. Das heißt, ich werde einfach nur Drehmomentbegrenzungen machen können, etwas anderes Lambda einstellen. Mit der Zündung werde ich was machen können, das definitiv, weil ich ein anderes Lambda dann fahre. Und ich denke mal so grob, ja, 25 bis 27 PS würden realistisch drin sein. Vom Drehmoment auch nicht arg viel mehr. Man wird es mehr im oberen Drehzahlbereich merken. Aber lass mich mal die Software machen und danach checken wir mal alles und dann sehen wir mal. So, bei der Software jetzt von dem Huracan ist es so, es ist ein Sauger. Wir können nichts mit Ladedruck machen, das heißt, wir können einfach nur mit Luftbegrenzungen, Drehmomentbegrenzungen, Zündwinkel hantieren, Lambda-Werte, weil es ist ja natürlich auch hier bei dem so, ab einer gewissen Abgastemperatur schütten die hier natürlich auch sehr, sehr viel Sprit rein. So viel Sprit brauchen wir nicht, weil wir fahren hier kein Turbo-Auto. Ja, ich würde jetzt mal in den Zündwinkelkennfeldern, wenn ich jetzt 3 Grad Vorzündung geben, wird Lambda im Lambda-Fahrerwunsch praktisch, gibt es ein Kennfeld, das vorgibt das gewollte Lambda anhand vom Fahrer. Und da gebe ich jetzt mal ein 0,85, 0,86, also das heißt Kraftstoff kommt genug. Normalerweise in Deutschland würde ich nicht so fett fahren, weil da die Spritqualität besser ist. Ja, also der macht hier, wenn in Bauteilschutz geht, Lambda 0,77, 0,78. So viel Sprit braucht man nicht. Und damit geht der Verbrauch unter Volllast natürlich auch etwas runter, wenn er in diesen Bauteilschutz reinfahren würde. Was sehr interessant ist, sind hier die Kennfelder. Da gibt es einen kleinen Schalter. Ist hier. Wenn man den umlegt, habe ich hier dann meine Drehmomentbegrenzung für Motorelektronik. Und wenn man den umlegt, wird er wirklich das nur zulassen, was drin ist. Und was mir auch schon mal passiert ist, man sieht es hier, die letzte Stützstelle ist alles auf 1000. Das bedeutet 100 Newtonmeter. Das ist alles gangabhängig. Und das ist der Rückwärtsgang. Und wenn das natürlich 100 Newtonmeter bleibt und man legt den Schalter um, dann wird das Auto rückwärts kein Berg mehr hochkommen mit 100 Newtonmeter, also dann würde es sich fast nicht bewegen. Das heißt, man muss da alles mitmachen, damit das alles funktioniert. Dann haben wir hier die Fahrerwunsch-Drehmoment-Kennfelder. Sieht so aus, wo praktisch jetzt hier 520, 530, 75, das ist jetzt der Fahrerwunsch, den das Auto haben möchte. Ich erhöhe das auf 60, um 60 Newtonmeter. So viel wird er zwar nicht mehr machen, aber die Vorgabe ist da und er wird versuchen, praktisch da sich ranzutasten, ranzufahren. Zündung habe ich euch gesagt, 3,5 Grad. Das sind jetzt hier die Zündwinkelkennfelder. So sieht es aus. Ich markiere es euch mal. Zack. Zweite Invers, Zündwinkel Bosch natürlich. Und das sehen wir hier, den Zündwinkel. 3,75 Grad Vorzündung. Und da sehen wir wieder, wie viel da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Zündwinkelkennfelder. Das heißt, er springt da tapfer hin und her und überwacht und überwacht und überfahrt. Also die Motorelektronik ist schon ziemlich gerissen und geht. Bei den Saugern zum Beispiel ist es auch so, die sind auch etwas überwacht. Ja, was Zündung angeht, das heißt, wenn das Auto anfängt zu klopfen, und das kann ich euch hier mal zeigen. Ihr seht jetzt hier, das ist jetzt hier Zündwinkelrücknahme pro Klopfereignis. Das heißt, hört der Motor einen Klopfer, wird er die Zündung zurücknehmen. So, und pro Klopfer, was er hört, nimmt er jetzt hier zum Beispiel 3 Grad zurück. Das heißt, das Auto klingelt, er fährt direkt 3 Grad zurück. Klingelt er weiter, würde er weitere 3 Grad zurückfahren. Wenn er noch weiter klingelt, nochmal 3 Grad und so kann er bis zu 15 Grad selber reduzieren. Was man auch nicht machen sollte, ist mit diesem Kennfeld hier spielen. Ja, weil ich meine, fatal wäre nämlich, wenn ich das jetzt hier alles nehme und einfach auf 0 schreibe. Ja, das heißt, das Auto würde klingeln, er würde aber nichts zurücknehmen. Ja.
Und je nachdem, wie lange dann klingelt, was für Sprit drin ist, wo ich die Zündung hingestellt habe, kann es natürlich auch sehr schädlich sein. Und klingeln, also wenn der Motor kaputt geht, wenn ihr euch mal einen Kolben anguckt, wenn das Auto geklingelt hat, dann sieht es so wie so Löcher im Kolben, also ganz, ganz feine Punkte im Kolben oben drauf. Das ist also, wenn er wirklich, wirklich anfängt zu klingeln, ja, dann kriegt er wie so eine auf dem Kopf oben drauf. Also wie gesagt, dieses Kennfeld am besten gar nicht anfassen, Serie lassen, weil die Safety-Funktion sollte drin sein. Das heißt, egal ob er dann selbst 91 Oktan reinmachen würde, da würde nichts passieren, der würde es selber zurücknehmen alles und da passiert einfach nichts. Was haben wir hier noch Interessantes? Hier haben wir zum Beispiel den ZW-Min heißt das Ding, das heißt also minimal möglicher Zündwinkel. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel die Schubabschaltung mache, dann kann ich praktisch die Zeitverzögerung machen für die Schubabschaltung. Wobei, ich habe es euch schon oft gesagt, ich würde sowas wirklich nur empfehlen, wenn ein Metallcut drin ist, ein 200-Zeller oder auf jeden Fall ein Metallcut oder Cut ganz draußen, damit da nichts passiert. Und dann selbst dann, wenn der Cut draußen ist, sollte das nicht zu lang machen, weil das könnte echt Schäden geben am Auslassventil, weil das sind ja alles Temperaturen, die da steigen, weil es ja Verbrennungen sind nach OT. Das heißt, der ganze Scheiß geht in den Abgasstrang. Also damit auch vorsichtig sein und umso weniger praktisch ich die Zündung mache. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf minus 19 mache, das würde knallen, ey, da würde mal denken, da schießt ein Maschinengewehr, ja. Also ich mache das mal, aber nicht sehr lange, ich mache das wirklich nur kurz und dann könnt ihr euch das später anhören. Ich bin mit meinem Part jetzt durch, Software ist fertig. Spielen wir jetzt ein, über OBD natürlich. Und dann machen wir mal die Testfahrt, gucken wir, wie das Ding fährt. Und bin ich selber mal gespannt, weil 95 Oktan ist sehr, sehr schlecht. Auch der Spiegel, guck dir das mal an. Wahnsinn, Alter. Das ist ja, sowas hat man ja im Zweiergolf gehabt. Das stimmt wohl, ja. Scheiße, Alter. Hast du einen Huracan, Alter, für sich, 300.000 Lappen. Und da ist ein Spiegel vom Zweiergolf drin. Ne? Junge, das gehört Abblendlicht, ein automatisches, wenn von hinten das kommt. Nicht mit dem Hebel hier, da, wenn es sich blendet. Was ist das für ein Scheiß? Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt der Schlüssel, jetzt können wir starten. Oh je, oh je, oh je. Also, die Leistungsmessung haben wir hinbekommen, aber. Jetzt wollten wir messen 0 auf 100, 100 auf 200 und das ist jetzt natürlich wie ein Lottogewinn, ja? Es hat angefangen zu regnen, schaut euch das an, es regnet, ja? Also wie gesagt, es regnet echt nicht oft hier in Abu Dhabi, aber dass es uns gerade jetzt erwischt hat, das hätte ich nicht gedacht. Naja, das ist ja nicht so schlimm, Leistungsmessung haben wir ja geschafft, dann gucken wir jetzt mal, wie viel PS das Ding jetzt hat und dann drehen wir halt einfach irgendwann nochmal wahrscheinlich mit dem Ding. Gucken wir mal. Ja. Also wie gesagt, ich habe probiert 0-100 sowieso nicht. Ja. 100 auf 200 habe ich probiert, aber da hast du auch keine Traktion. Und weil das ist ganz schmierig hier, weil du hast den ganzen Sand, ja, und dann kommt Wasser auf die Straße. Das ist dann echt, echt schmierig und scheiße zum Fahren. Von daher riskieren wir es lieber nicht mit so einem teuren Auto. Jetzt werten wir mal die Leistung aus. Und dann sieht man gleich, was das Ding hat. So, trotz 95 Oktan und schlechtem Sprit haben wir einen Mehrzuwachs von 24 PS auf 595,9 PS und 23 Newtonmeter. Also von 615 auf 638 und von 571 auf 595. Ich bin sehr zufrieden, weil der Sprit ist ja echt scheiße, der da drin ist. Ja. Und ich will es euch jetzt noch mal sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr eurem Auto was Gutes tun wollt, tankt den besten Sprit, den ihr bekommen könnt. Ja? Es ist egal, ob ihr das merkt oder nicht, aber ein sauberer Sprit hat eine saubere Verbrennung. Der Verbrennungsraum bleibt sauber. Für den ganzen Motor ist er einfach besser. Ja? Ich meine, wenn ihr irgendwo in eine Disse geht, ja, und euch da vollpumpt mit irgendwelchen billigen Fuseln, habt ihr am nächsten Tag so einen Schädel. Ja? Das habt ihr halt dann mit einem guten Fuß nicht und seht es so für euer Auto. Also tut eurem Auto auch immer was gut. Tankt einen guten Sprit, wenn ihr zur Verfügung habt. Und dann klappt es schon. Ich meine, wenn hier jetzt 102 Oktan drin wären, ja, dann hätte er in der Eingang mindestens 30 PS mehr, ja, weil dann hätte er die 600.
Und ich gehe dann mit der Software auch nochmal um die, ja, ich tippe mal zwischen 30 und 32 PS nochmal rausholen können, nur mit der Software. Ja, also Sprit ist wirklich alles. Dann geben wir das Auto dem Kunden zurück und machen Feierabend für heute. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und denkt immer dran, immer guten Sprit in eure Autos rein.